möglich ist, wird Ihre Versammlung hiermit aufgelöst. Durch die Auflösung verliert Ihre Versammlung den Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit und wird zu einer bloßen Ansammlung. Zudem sind Sie verpflichtet, sich sofort vom Versammlungsort zu entfernen. Die Entfernungspflicht kann auch mit Mitteln des allgemeinen Polizeirechts durchgesetzt werden. Dies war die zweite Auflösungsverfügung. Es ist jetzt 8.58 Uhr. Wir brauchen noch einen Wetterbericht. Die Uhrzeit haben wir jetzt. Hallo? Es ist jetzt 8.58 Uhr. Wir sind immer noch normale Menschen. Wir sind wie du und ich. Wir wollen essen, ein Dach über den Kopf haben und sicher und geborgen fühlen, gesund sein, uns bilden können, eine Aufgabe haben, Zeit mit unseren Familien und Freunden verbringen und nicht einsam sein. Einige von uns bezeichnen sich als fortschrittlich, andere als konservativ. Manche von uns sind gläubig, deswegen sind wir vielleicht auch einer Kirche, andere wiederum nicht. Einige von uns sind seit langem politisch aktiv, andere lehnen sich bis vor kurzem zurück. Eine gemeinsame Erklärung gibt diese Unterschiede nicht auf. Wir bleiben ein bunter Haufen aus einzigartigen Individuen. Das ist übrigens Armin. Uns eint, dass wir alle besorgt und zornig sind aufgrund der herrschenden Verhältnisse. Uns eint unser Mitgefühl mit den Opfern dieses Systems, den Notleidenden in aller Welt, besonders mit den Kindern, die in Armut und Misere groß werden müssen. Wir betrachten uns als Teil einer globalen Bewegung, denn globalisierte Probleme erfordern globale Lösungen. Zeitgleich mit uns versammeln sich immer wieder auf der ganzen Welt Menschen, gemeinsam zu protestieren und um nach Lösungen zu suchen. Wenn wir uns alle zusammentun, können wir etwas bewegen. Es wird Zeit, dass wir alle gemeinsam und miteinander eine lebenswertere Gesellschaft gestalten. Wir kommen zusammen, um zu zeigen, dass wir uns durch die Politik, durch die repräsentative Demokratie nicht mehr vertreten fühlen. Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass wirtschaftliche Interessen über das Wohlergehen von uns Menschen gestellt werden. Das auf uns Menschen in Deutschland, sondern wir wollen, dass die Rechte der Menschen auf der ganzen Welt gleichermaßen geachtet werden. Wir wehren uns gegen die Herrschaft der EU-Kommission, EZB und IWF, die als größter Fan ab jeglicher demokratischer Legitimation die Politik beispielsweise in Griechenland und jetzt auch in Spanien und von mir aus noch Italien und vielen anderen Ländern regieren. Wir solidarisieren uns mit den Protesten und dem Widerstand gegen deutsche unterdrückerische Herrschaft. Egal, ob nationale Institutionen oder nationale Regime ausgeübt wird. Wir sind der Meinung, dass neben Herrschaft vor allem die Logik des kapitalistischen Wirtschafts Ungerechtigkeiten hervorruft und deshalb überwunden werden muss. Wir sind der Überzeugung, dass es genug für alle gibt und es vor allem gilt, Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen. Wir werden es nicht länger hinnehmen, dass alle Lebensbereiche zu Märkten umfunktioniert werden. Wir sind keine Ware, kein Humankapital und keine Maschinen. Wir sind freie Menschen, die mit ihrer Gesundheit, ihrer Bildung und ihrer Kultur keinen Handel treiben wollen. Wir werden uns das Recht auf friedlichen Protest nicht nehmen lassen, selbst wenn wir gegen Gesetze und Verordnungen der Ordnungsmacht verstoßen müssen, obwohl wir noch nicht genau wissen, wie wir uns organisieren wollen. In diesem Sinne werden wir weiter daran arbeiten, Werte wie echte Demokratie, Menschenrechte, globale Gerechtigkeit und Naturschutz ebenso wie Frieden und Freiheit und nicht zuletzt die Solidarität mit Inhalten zu füllen und zu vielen unseres Engagements zu machen. Wir werden also weiterhin Fragen voranschreiten, weil für uns feststeht, eine andere Welt ist nötig und möglich. Unser Anliegen ist es, die Menschen in unserer Umgebung zu motivieren, den Wandel hin zu demokratischen Zuständen, die den eigentlichen Werten der Menschheit gerecht werden, achten zu gestalten. Deshalb demonstrieren wir immer wieder, weltweit, geh auf die Straße, wünsch dein Recht. Ich möchte gar nicht viel sagen. Ich möchte nur den Herrschaften, die herumstehen, drumherum stehen, sagen, wenn ihr uns hineingeht und das zerstört, behaltet im Hinterkopf, dass ihr unser Zuhause zerstört, dass wir unseren Rückzugsort zerstören,
ein Ort zerstört, an dem Frieden herrschte und Liebe und Zusammenhalt. Wenn ihr also hier reingeht, merkt euch, ihr zerstört unser Zuhause. Und eure Zukunft! Richtig! Ich kann ja mal den Behindertenfahrdienst anrufen und fragen, ob die mich abholen kommen. Ich könnte noch mit dem ADAC aushelfen. Ich bin letzte Woche liegen geblieben. Dann habe ich erst bei uns das Rote Kreuz, die kommen aus Gelsenkirchen, angerufen. Die haben gesagt, normalerweise. Das erfolgt eine erneute Durchsage der Polizei an die Personengruppe auf dem Martin-Luther-Platz. Da sie der beschränkenden Verfügung nicht Folge geleistet haben und eine anderweitige Gefahr der von ihrer Versammlung ausgehenden. Da habe ich das Rote Kreuz angerufen. Da hieß es normalerweise bis 22 Uhr, aber es war kurz nach 8 Uhr, wäre keiner mehr da. Er musste erst mal gucken, ob er einen erreicht. Die hätten dann alle das Handy ausgeschaltet gehabt, er hat keinen erreicht. Dann habe ich die Feuerwehr angerufen. Ich wiederhole noch einmal meine Durchsage. Es erfolgt noch mal eine Durchsage der Polizei an die Personengruppe auf dem Martin-Luther-Platz. Da sie der beschränkten Verfügung nicht Folge geleistet haben, und eine anderweitige Abwehr der von ihrer Versammlung ausgehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht möglich ist, wird ihre Versammlung hiermit aufgelöst. Durch die Auflösung verliert ihre Versammlung den Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit und wird zu einer bloßen Ansammlung. Zudem sind sie verpflichtet, sich sofort vom Versammlungsort zu entfernen. Die Entfernungspflicht kann mit Mitteln des allgemeinen Polizeirechts durchgesetzt werden. Dies war die dritte Auflösungsverfügung. Es ist jetzt 9.05 Uhr. Da hinten der nächste Grüne fährt auch los. Ja. Ja, da hatte ich die Feuerwehr angerufen und dann ja, rufen sie uns da. Ihr habt Angst! Ihr habt Angst! Ihr habt Angst! Sonst würdet ihr nicht diese Kultur auffahren! Ihr habt alle Angst! Schämt euch, was ihr tun wollt! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch!
Welche? Ein Atomschlag! Stopp! Stopp! Schämt euch! Was macht Nina hier, die Eiche? Wird er auf die in der Luft kriegen. Da sind auch einige Kettenkappen. Ja, ja. Sollte man jetzt. Hallo? Hätte mal kurz ein paar Worte an die Bürger, die hinter der Polizei stehen. Ich möchte mal, dass sich vielleicht einige mit zu Wort melden und vielleicht mal sagen, ob sie uns als Gefahr sind oder nicht. Das wäre mal schön, allgemeinen Bürgertum zu hören, ob sie uns als Gefahr erkennen oder nicht. Kein Handy, eine Kamera. Ach so, ich denke schon, boah. Nee, Kamera. Aber ich nutze das 3D nicht, ich will normale und... Schämt euch für das, was ihr tun wollt! Ihr macht nicht nur uns kaputt, sondern auch euch und eure Zukunft! Schämt euch! Polizei, ich werde hier beworfen. Polizei, ich sehe keine. Nur Hampelmänner. Unsere Polizei, ich bin da.